Heute gibt es einen super praktischen Lifehack. Wir basteln uns einen Heißschneider oder wie man dem auch immer sagen will. Und zwar gleich in drei Varianten, also unbedingt dranbleiben. Alles, was ihr dazu braucht, habt ihr vermutlich zu Hause. Für jede Variante braucht es ein Feuerzeug und eine Wäscheklammer, dazu den Heißkleber und Kabelbinder und dann je nach Variante noch ein Cuttermesser, ein Nagel oder ein Stück Draht. Egal, welche Variante ihr machen möchtet, es beginnt immer gleich. Wir kleben eine Wäscheklammer mit Heißkleber an ein Feuerzeug. Und zwar so, dass der metallerne Teil des Feuerzeugs etwas vorsteht. Nun klemmen wir hier eine Klinge des Cuttermessers ein und fixieren dies ebenfalls mit Heißkleber. Damit es festhält, fixieren wir das Ganze zum Schluss mit zwei Kabelbinder. Nun könnt ihr mit dem Feuerzeug die Klinge erwärmen und habt so einen super Heißschneider, zum Beispiel ideal für Plastikflaschen. Das Ganze funktioniert anstelle des Cutters auch mit einem Stück Draht. Damit können wir zum Beispiel sehr gut Styropor schneiden. Und um Löcher zu machen, ersetzen wir den Draht einfach durch einen Nagel. Den Nagelkopf in die Aussparung der Wäscheklammer geben und ebenfalls mit Heißkleber befestigen und mit Kabelbinder fixieren. Damit lassen sich nun praktische Löcher machen, zum Beispiel auch in Flaschendeckel, welche wir ohne die Hitze nicht schaffen würden. Ein praktisches, selbstgemachtes, multifunktionales Werkzeug also. Aber Achtung, wie schon gesagt, es ist ein Werkzeug und kein Spielzeug. Danke für euren Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal für weitere Lifehacks und klickt euch durch unsere Videos für weitere Tipps und Tricks in allen möglichen und unmöglichen Lebenslagen. Bis bald, tschüss!